Konsequenzen. Das ist doch auch unausdenklich. Und für den Papst vor allem, oh Gott, dann müsste es eben auch Päpste geben. Nein, nein, nein. Das ist furchtbar. Ja. Das wäre wirklich das gesamte orientierende System brach ja dann zusammen. Trotzdem hat es sich durchgesetzt, denn immerhin ist durch diese Tat des Giordano Bruno überhaupt die moderne Physik möglich geworden, weil es vorher keine Denkmöglichkeit dafür gab, dass es Zeitmaße auf der Erde geben könnte. Vorher war es selbstverständlich, dass der Zustand unter der Mondsphäre, der Zustand der Korruption, Status Korruption es war, wo alles drunter und drüber geht. Und da gibt es keine Regelmäßigkeit. Nur im translunaren Bereich, also über der Bereich, der über der Mondsphäre ist, da konnte es Gesetzmäßigkeit geben. Und wenn man also ein Zeitmaß haben wollte, dann musste es von der Sonne oder von den Sternen kommen. Aber es war undenkbar, dass es etwa auf der Erde einen Prozess gäbe, mit dem man die Zeit messen könnte. Und erst als Giordano Bruno diese Idee bekannt macht, dass das gesamte Universum von einem göttlichen Atem durchdrungen ist, also auch die Erde. Erst in dem Moment konnte man auf die Idee kommen, und Galilei kommt dann im Gefängnis auf diese Idee, dass er sogar in einem tollen kleinen Brief schreibt, wir könnten uns doch vorstellen, dass ein Pendel mit ganz kleinen Ausschlägen ein wunderbares Zeitmaß abgibt. Ja, und damit war die Idee der Pendeluhr geboren. Eine Bewegung, ein Vorgang auf der Erde, mit dem man die Zeit messen konnte. Ja? Und das geht erst durch Giordano Bruno. Weil vorher diese Vorstellung gar nicht möglich war, dass auf der Erde irgendwo etwas von der Natur her gesetzmäßige wirklich zu finden ist. Ja? Nun gut, sowas nennt man dann wissenschaftliche Revolutionen. Das ist zwar auch eine, natürlich die kopernikanische Revolution war auch eine. Und wir haben ja dann immer wieder solche Revolutionen erlebt. Wofür ist das ein Beispiel? Es ist ein Beispiel dafür, dass die Neigung der Menschen, die Überzeugung, die wir in uns vorfinden, vielleicht doch noch zu verallgemeinern, um noch sicher zu sein, dass wir dadurch unsere orientierenden mythogenen Ideen zerstören. Und das ist das Furchtbare, ich möchte es ruhig so bezeichnen, was am antiken Orientierungsweg Griechenlands damit verbunden ist, dass wir durch das begriffliche Denken unsere Orientierungen immer wieder zerstören. Und das geht den Orientierungssystemen allesamt so. Allen Konfessionen, alle Religionen sind davon betroffen, dass man das immer wieder versucht wird, gerade durch das wissenschaftlich begriffliche Denken, Verallgemeinerungen einzuziehen und damit die mythogenen Ideen, also meinetwegen auch Gott ist natürlich so eine mythogene Idee, zu zerstören. Unser Denken war noch nie so stark auf das begrifflich wissenschaftliche Denken ausgerichtet wie in unserer Zeit. Wenn man so will, geht das schon im Kindergarten los. Nicht? Und ich mit meinen Kindern habe es schon sehr früh erlebt, dass die Kinder sagten, Papa, du bist nicht der Bestimmer. Die Kinder haben normalerweise relativ lange Zeit die mythogene Idee, dass die Bestimmer die Eltern sind. Nicht? Dass das diejenigen sind, an denen man sich orientieren kann. Aber das lässt sich verallgemeinern. Da gibt es auch noch andere, die nicht so dumm sind und von denen kann man was lernen und von denen zum Beispiel die Kindergärtner, die haben auch allein beigebracht haben. Nicht? Plötzlich wird das ersetzt. Und so geht es immer zu. Vielleicht noch ein anderes Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich bin ja Schlosser, Geselle. Und als ich in der Lehre war, hatten wir keine leichte Zeit. Wir gingen auf die Berufsschule in Kiel und alle die Lehrlinge, die ich kannte,
und haben durchaus ein bisschen geklagt darüber, dass es eine verdammt harte Zeit war. Wir mussten nämlich immer zuallererst in der Werkstatt sein. Und in der Werkstatt, wo ich war, da musste ich also überhaupt den Ofen erst herstellen. Das mussten die Jungs natürlich machen. Das war doch so ein Ofen, so eine große Blechtonne, in die man Sägespäne hinein, oder beziehungsweise Hobelspäne, ja, hineinstampfte, in ein Rohr in der Mitte, und das wurde unten angezündet und dann den ganzen Tag über hat es durchgebrannt. Ja. Und das mussten wir jüngsten Lehrlinge machen. Ja, und da musste schon um 6:30 da sein. Ja, also wir mussten schon mal um 5 Uhr aufstehen, spätestens, nicht? Und das war also nicht so einfach. Aber wir waren uns im Klaren darüber, warum wir das machten. Und da war Einhelligkeit. Wir wollten einen Beruf lernen, durch den wir eines Tages in der Lage sind, eine Familie zu ernähren. Das war so, wirklich. Ich kann mich gut entsinnen. Die Familie war eine mythogene Idee. Sie wollen es auch warm haben. Ja, nun, freilich, das auch. Aber die Familie war damals eine mythogene Idee. Ja, und dann kommen mit einmal die 68er-Zeiten. Ja, das ist doch ein Begriff, den kann man doch verallgemeinern. Familie. Ist das nicht nur eine besondere Form des Zusammenlebens? Könnte es nicht auch andere Formen des Zusammenlebens geben? Na ja, freilich. Nicht? Man kann als Single ja auch leben, oder man kann eine Großfamilie oder eine Wohngemeinschaft gründen. Ich selber habe damals eine Wohngemeinschaft gegründet. Und in der Wohnung wohnt jetzt Heidi Simone. Ist sehr schöne Wohnung im Schrebenpark. Das ist im Schrebenpark, ja. Ja, das ist schon eigenwillig. Ja, aber was ist passiert? Die mythogene Idee der Familie ist kaputt gegangen. Und ich habe durchaus den Eindruck, dass bis heute noch kein Ersatz da ist. Diese orientierende Kraft, die damals von dieser mythogenen Idee der Familie ausging, die ist verloren gegangen. Vielleicht in einigen Familien erhält es sich noch eine Weile, aber es gibt ein Riesenproblem damit. Nicht? So, ich möchte das wirklich sehr scharf pointieren, dass unsere Orientierungsnot tatsächlich durch dieses begrifflich-wissenschaftliche Denken zustande kommt, dass wir durch die Möglichkeit, durch das begriffliche Denken immer weitere Verallgemeinerungen zu schaffen, wir Verunsicherungen mit Notwendigkeit erzeugen. Und dann ist natürlich die große Frage, wie können wir diesen Verunsicherungen begegnen? Ich selber habe ja, diese Dinge möglicherweise auch intuitiv schon relativ früh gespürt. Ich muss selber zugeben, ich habe früher sehr, sehr viel verschiedene Dinge getan und wusste gar nicht, was das alles miteinander zu tun hat. Und wenn ich jetzt älter werde, langsam ergibt sich das. Das ist ganz komisch, dass das mit einmal anfängt zusammenzupassen. Ich habe nämlich, das ist schon lange her, über 30 Jahre, einen Religionsbegriff versucht zu definieren, weil ich damals den Eindruck hatte, es wird zwar viel von Religion geredet, aber keiner kann sagen, was es ist. Es war für mich klar, Religion müsste wohl irgendetwas sein, was zur Orientierung für den Menschen wichtig ist. Und ich habe dann so eine Überlegung angestellt, dass wir ja alle in der Lage sind, so etwas, solche Erlebnisse zu haben, die ich gerne Zusammenhangserlebnisse nenne. Dass wir plötzlich spontan bemerken, dass etwas, von dem wir nicht wussten, dass es miteinander in einem Zusammenhang steht, plötzlich das bemerken und dass dann immer unsere Gefühlslage sich positiv verändert. Wenn wir ein Zusammenhangserlebnis haben, dann ändert sich die Gefühlslage positiv. Und deswegen sind wir natürlich versucht, diese Zusammenhangserlebnisse immer wieder zu haben. Klar. Und für mich war klar, das ist der Ursprung der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat Methoden entwickelt, wo man sehr einfache Zusammenhangserlebnisse aneinanderreihen kann, um komplizierte Zusammenhangserlebnisse als beständig zu erweisen. Nur wenn man sich fragt,